Flusensieb richtig reinigen. Wir benötigen dazu die Bedienungsanleitung, ein Handtuch und ein flaches Gefäß. Zuallererst benötigen wir unsere Bedienungsanleitung und schlagen erstmal nach, wo unser Flusensieb sich befindet. In den meisten Fällen befindet sich das unten rechts an der Waschmaschine. Nachdem ihr euch das Kapitel richtig durchgelesen habt, können wir auch schon loslegen. Dazu öffnen wir einfach die Abdeckung und schon können wir den Ablassschlauch sehen. Den einfach herausziehen und die blaue Kappe entfernen. Nun lassen wir das Schmutzwasser komplett ablaufen. Hier kann man schon sehen, was da für eine Brühe rauskommt. Danach den Schlauch wieder ordnungsgemäß zurück in die Halterung reinschieben und die Abdeckung reindrücken. Nun können wir das sogenannte Flusensieb nach links hin öffnen. Das Flusensieb erstmal nur eine halbe Umdrehung aufdrehen. Und dann legen wir uns ein Handtuch davor, damit gegebenenfalls noch Wasserrückstände auf dem Handtuch laufen können. Danach könnt ihr das Flusensieb komplett rausschrauben und innen drinne, wie wir hier sehen können, mit Zewa reinigen. So sieht das sogenannte Flusensieb aus. Dieses könnt ihr jetzt unter klarem, kaltem bzw. lauwarmem Wasser reinigen. Wichtig ist, darauf zu achten, dass ihr die Dichtung auch richtig sauber macht, damit das auch nachhinein schön wieder dicht ist. Danach könnt ihr das Flusensieb wieder reinschrauben, rechts herum. Und die Klappe wieder schließen. Sicher zu gehen, dass wir unsere Arbeit ordnungsgemäß durchgeführt haben, lassen wir die Waschmaschine jetzt mal kurz laufen. In dem Fall 26 Minuten Kaltwäsche. Nachdem der Waschgang abgeschlossen ist, können wir nochmal überprüfen, ob irgendwo undichte Stellen vorhanden sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Handwerker-Daumen nach oben von euch freuen oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal.